Am Dienstagabend fand in Holzmaden eine Informationsveranstaltung zur neuen Asylunterkunft statt. In der Bahnhofstraße sollen in den kommenden Wochen bis zu 43 neue Asylbewerber untergebracht werden. Ein Vertreter des Landkreises informierte über die Unterbringung und den aktuellen Stand. Wir sind hier in Holzmaden in der Bahnhofstraße 26. Hier werden in Kürze 43 Flüchtlinge einziehen in eine sogenannte vorläufige Unterbringung. Das heißt, wenn sie von den Landeserstaufnahmestellen weitergeleitet werden, kommen sie zunächst in eine vorläufige Unterbringung. Dort verbleiben sie bis zur Anerkennung bzw. maximal 24 Monate. Diese Unterkunft wird von einem Investor betrieben und der Landkreis wird sie von dem Investor anmieten. Heute machen wir hier eine Informationsveranstaltung für die Bürger von Holzmaden und vor allem für die Nachbarschaft, die immer großes Interesse hat, zu sehen, was in ihrem Umfeld geschieht. Aktuell sind im Kreis Esslingen ca. 4.500 Asylbewerber untergebracht. Im Laufe des Jahres soll sich diese Zahl jedoch auf ca. 3.500 senken. An dem gestrigen Abend konnten sich Anwohner und Interessierte über die Unterbringung und die Entwicklung der Sanierung informieren. Am Mittwochmittag konnten Studierende im Rahmen einer Hausmesse auf dem Campus der Hochschule Esslingen in der Flandernstraße sich über potenzielle Arbeitgeber im sozialen Bereich informieren. Sabine Gebhardt, zuständig für soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege an der Hochschule Esslingen, konnte uns Genaueres zur Messe erzählen. Heute findet hier die dritte Berufseinstiegs- und Praxismesse statt. Das heißt, es ist eine Messe, wo regionale Träger der sozialen Arbeit sich vorstellen. Wir haben um die 25 Träger der sozialen Arbeit heute hier, vor allen Dingen aus dem Großraum Esslingen und Stuttgart und aus dem Landkreis Göppingen auch in diesem Jahr. Und sie sind heute hier, um sich ihre Träger vorzustellen, um die Arbeitsfelder der sozialen Arbeit vorzustellen, allen Studierenden, die zum Beispiel derzeit auf der Suche nach einer Praxisstelle sind oder vielleicht auch einer Stelle für Berufseinstieg später. Viele Studierende nutzten die Messe und informierten sich an den zahlreichen Ständen über Möglichkeiten und Chancen. Auch gab es genauere Informationen und Interessierte bekamen darüber hinaus einen Einblick in das Thema Einstiegsgehälter, Eingruppierung und erster Arbeitsvertrag. Auch im nächsten Jahr wird es diese Messe wieder geben.